Ach ja, 30 Grad für zu heiß erklären. Noch sind 27. Ja, aber vorher waren es 30, beziehungsweise früher, vor 25 Jahren. 25 Jahre. Oh Gott. Okay. Eine wichtige Wettermeldung. Die Wettervorhersage sagt: Phew, rauche ich mit einer Chance auf dicke Kaminrauch und Rauchwolken, soweit das Auge reicht. Meldung vom Wetterballon über den Rauchwolken, über der Stadt. Der Wettermann. Habe ich den nicht toll gemacht? Wunderschön. Ich fühle mich so leicht gedisst. Komm, wir kaufen. Nein. So, wir verbrennen das jetzt erstmal. Nein, geht weg, Insekten. Der Rauchmelder macht alles normal. Böser Rauchmelder. Oh. Alter, viel zu viele Magic Mushrooms. Oh, das Toast sieht so knuffig aus. Das ist verbrannt. Das arme Toastbrot. Kennst du Marshmallows schon? Das war doch noch so jung. Wie bitte? Kennst du Marshmallows schon? Oder kommen die erst im nächsten Part? Im dritten. Den hast du ja, glaube ich, noch nicht ganz angeguckt. Nee, die Marshmallows habe ich noch nicht gesehen. So, dann kaufen wir dir jetzt mal Marshmallows. Oh, das kam in diesem Dings vor. Wolfie, der Idiot. So, guckst du dir an. Ich finde, sind wenn man die nicht süß? Ich konnte nichts dafür. Ich finde, wenn man Marshmallows so über den Grill hält, dann schmecken die nach Keksen. Ja, finde ich irgendwie auch. Guck mal. Da, ne, Marshmallow. Also, was für Kombis brauchen wir noch? Katzen-Fisch-Kombo. Ich... Entweder das hier... wo ist der? Da. Die Tigerkatze. So, einen können wir noch kaufen, eventuell. Für die vorherige Kombi. Bär im Porzellanladen-Kombo. Das ist nicht schwer zu erraten. Eigentlich nicht. Ja? Porzellan-Dings da. Ja, geh mal weg hier, Marshmallows. Euch braucht man nicht. Wieso kann der Kugelfisch fliegen? Ich finde den Bär so witzig. Ich finde den creepy. Also, Porzellan. Was braucht man noch? Cornflakes-Kombo. Cornflakes? Andere Cornflakes? Oh, Mais. Wach-auf-Kombo, keine Ahnung. Osterhasen-Kombo. Nochmal, was? Also zum Aufwachen der Wecker und noch irgendwas anderes. Ich mag die Katze. Ja, Katze. Nyan. Nyan-Cat. War klar. Roll nicht weg, roll nicht weg. Wer, der Teller? Ja. Wieso solltest du wegrollen? Ich weiß nicht, kann ja sein. Cornflakes-Kombo! Yay! Ich finde meinen Cursor nicht mehr. Katzenfisch-Kombo. Bär im Porzellan-Kombo. Yay. Alle, die wir erreichen wollten. Yay! Louder! Yay! Ach ja. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir haben jede einzelne Kombi außer Wach-auf-Kombo und die Osterhasen-Kombo und ausgeflipptes Essen-Kombo. Zu ausgeflipptem Essen zähle ich mal das hier dazu und das hier dazu. Eventuell auch das hier oder das hier. Das könnte auch noch dabei sein. Alles Essbare einfach reinklatschen. Spinne. Eine Spinne. Wieso ist das Sushi jetzt so klein?
Es ist geschrumpft. Naja, weil man kann ja auch vor... es sich vor der Katze versteckt. Nein! Nein, hör auf zu brennen! Du Wahnsinniger! Och Mann! Ich habe einen Sushi retten können. Das sieht so bescheuert aus. Schön. Nein! Ich kann alles neu kaufen. Spinne. Stirbt! Eigentlich ist es ein Käfer. Nein, es ist eine Spinne. Das soll ein echt Spinnen darstellen. Aber Spinnen haben vier Beine auf jeder Seite. Frag mich nicht, wie Typen blöd sein und so. So, alles Essbare. Hier, das hier, das hier, das hier, das hier und mehr kann ich nicht. Das hier. So, aber jetzt die Marshmallows als letztes da rein. Ja, die brennen nämlich ziemlich leicht an. Mhm. Ich mag die Backsteine. Aber das... Wozu hast du Backsteine dir geholt? Einfach was da aufzulegen, guck. Sieht doch schön aus. Wunderschön, sieht aus wie so eine Tragetasche. Und darunter noch ein Marshmallow. Und Spinne weg. Die Cerealien können hier hin. Porzellan. Nein, kick's doch nicht um. Mensch. Mensch. Ja, ist auch ein Lieblingswort von mir. So, Ostereier hier hin. An Ostern spiele ich immer Osterhase. Oh, du hast den Teller kaputt gemacht. Schäm dich was. Der Teller ist nicht wichtig. Ausgeflipptes Essen. Magic Mushrooms. Kann man auch noch essen. Zum Essen gehört immer auch ein Trinken. Gehört da diese komische Maschine auch dazu? Ich weiß es nicht. Haben wir Sushi schon? Snack. Sushi haben wir noch. Ah, ich weiß nicht. Und wir haben keine Briefmarken mehr. Wow. Ich glaube, ernsthaft, also wenn da einem nicht mehr warm wird, wenn wir das Feuer anmachen, dann weiß ich auch nicht. Wieso? Verstehst du? Schön, wie da einfach keine Kombi dabei war. Und, weißt du, was passiert ist? Ein Marshmallow ist darauf gelandet. Ein Marshmallow musste ja unbedingt anfangen zu brennen, als ich eine Spinne angezündet habe. Das passiert mir auch immer wieder im echten Leben. Ich zünde eine Spinne an, habe ein Marshmallow in der anderen Hand und dann fängt das an, schreiend irgendwie umherzulaufen. Ausgeflipptes Essen, was soll da bitte rein? Osterhasen-Kombo weiß ich auf jeden Fall. Also, wenn das nicht klar ist, weiß ich auch nicht. Osterhasen und Ostereier. Zumindest die Eierpackung. Zumindest. Korrigier mich doch nicht in meinen Let's Plays. Die denken alle, ich bin dumm. Tut mir leid. Wir müssten einen Tut-mir-leid-Counter einfügen. Osterhasen-Kombo. Der Hase tut mir leid. Oh. Ich mag den eigentlich. Obwohl er irgendwie creepy ist. Okay, ich weiß immer noch nicht, was ausgeflipptes Essen ist. Wir können ja erstmal diese Wach-auf-Kombo machen. Ach, die habe ich auch noch nicht. Nein. Okay, wach auf. Also ja, Wecker. Den hast du noch nicht. Okay, was gibt's noch zum Aufwachen? Auf jeden Fall muss es eins von dem sein.
Trinke zwei Gläser, vielleicht das hier oder das hier. Magic Mushrooms könnten es auch sein. Was bringt einen denn noch zum Aufwachen? Der Rauchmelder? Kaffee. Kaffee. Ich hab mich erinnert. Und wir werden sehen, es war der Kaffee. Ja. Yay. Schön, nun haben wir das. Uns fehlt trotzdem noch was. Ich mag die Gewürzsoße. Und schon wieder ein Wecker angebrannt. Oder wie du es nennen magst, ein Klingelkästchen. Ein Klingelkasten, ja. Im Rage-Mode an die Wand werfen. Genau. Und dann festzustellen, dass man fliegt. Was ist jetzt seltsames Essen? Jede Kombi, bis auf ausgeflipptes Essen. Auf jeden Fall das hier könnte ich mir sowieso als ausgeflippt vorstellen. Ach, gemutet. Mein Aniki ist auf einmal so, klopf, klopf, so, was, da hängt ein Schild, da steht nichts klopfen. Oh, stimmt. Wer hat geklopft? Mein Bruder. Ja, sehr schön. Was haben wir denn? Ich glaube, ich sollte Schilder auf Augenhöhe aufhängen. Wo hast du es hingehängt? Ganz auf dem Fußboden? Nein, auf meine Augenhöhe. Oh, oh, ja, okay. Dann kann ich verstehen, warum er es übersehen hat. Ja, nicht so lang. Ich weiß immer noch nicht, was ein seltsames Essen ist. Habe ich die Cerealien vorher gehabt? Ja, ne? Ja, vielleicht musst du aus dem anderen Katalog noch was gucken. Ja, hier gibt's ja nichts zum Essen. Nee, ich auch nicht ganz am Anfang. Nein, am Anfang sind nur normale Sachen und Mais halt. Da ist noch was. Oh, ich war zu voreilig. Beziehungsweise ich war zu aufgeregt, um irgendetwas zu machen. Der Kugelfisch ersetzt jetzt das Gesicht. Oh. Ich finde das Gesicht aber schöner. Ich finde den Kugelfisch schöner. Ich finde das Gesicht schöner. Ich aber den Kugelfisch. Aber der Kugelfisch sieht aus wie so ein Fellknäuel. Das kann kein Fisch sein. Zufrieden? Ja. Oh. Oh, die Augen liegen noch da. Ja. Die Stacheln. Eventuell haben wir Glück. Du kannst doch auf die Kartons Briefmarken klatschen, dann gehen sie auf, oder? Ja. Das ergibt doch keinen Sinn. Man macht Briefmarken auf Briefe drauf. Dieses Spiel gibt allgemein keinen Sinn. Wer verbrennt schon seine Spielsachen? Spinnen mit drei Beinen. Briefmarken, um Pakete aufzumachen. Moment mal. Und seit wann gibt's Stofftiere, die alles verfaulen lassen? Wie dieser Freund hier. Der auseinanderfällt. Ich weiß es nicht. Ausgeflipptes Essen. Wir könnten theoretisch googeln. Können auch uns nett unterhalten und dabei alles mögliche ausprobieren. Und alles in die Länge ziehen, juhu. Ja. Dabei ist bald 18 Uhr. Wir nehmen schon eine Stunde auf, mit Sicherheit. Oh, echt? Nein, noch nicht so lang. Ich weiß es nicht. Wir kaufen auf jeden Fall mal, wir müssen mal gucken. Wird das reichen? 300? Ich weiß es nicht. Dann kaufen wir alles von diesem Katalog durch. Oh, eins kann ich noch. Nein, das reicht nicht. Und ich kann nichts mehr. Wir müssen leider auch warten.
stimmt.